Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Das Alicia DLC Part 3. In der letzten Folge haben wir mit Rose einen Pakt geschlossen, so dass wir jetzt wieder die Seraphen sehen können und Helions läutern können. Und wir sind immer noch voll miteinander verfeinert. Ich würde sie am liebsten aufspießen in den DLC hier. Und ja, wir gehen zur. Wir sind in der Gläfelsenke und wir gehen weiter zur Gläfelsenke, um hier diesen Ort, den Edna mal irgendwann versiegelt hat, zu betreten. Und wir suchen nach Extremisten, genau. Na, wie sieht es mit den Fähigkeiten aus, langsam? Ich hoffe, es geht bis Level 30. Sie müsste das hier bald aufhören, dann kann ich auf Gesundheitsherstellung gehen. Und ja, wir gehen weiter. Hier sind wieder Gegner, die ich nicht kenne, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich kenne ich die, aber die sind irgendwie hier hochgelevelt worden. Mit DLC. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind nicht neu, die Gegner. Oh, hallo, danke. Warte mal. Lichtstoß, ja, meine Güte. Fällt mir ein, Manuel. Ja. Fällt mir ja noch ein in dem Collectors Dingen. Ja, auch noch ein paar Sachen. Ja, wir halten jetzt viel aus, unnötig viel sogar. Wir sollten nicht so stark sein. Ja, ich spiel auch hoch jetzt. Also ein bisschen unüberraschend ist er jetzt nicht. Meine Güte, warum hältst du so viel aus? 15.000, meine Güte. Ich überlege echt, ob ich den Schwierigkeitsgrad runterstelle. So, ich habe noch einige DLCs. Ich habe noch zum Beispiel ein Dreifach-Gummiset, was, weiß ich nicht, umsonst war, glaube ich. Das auch, glaube ich. Vorbestellungsdingens hier. Das ist ein besonderes Vorstellungsbonus mit mystischen Arts für Mikleo, Leila und Alicia. Sollte vielleicht auch mal hier benutzen. Ja, schon am Anfang des Spiels hier gehabt. Stille Apokalypse, Bams. Zeig mal. So, du hast jetzt 3 Mystic Arts. Während einer 5-Treffer Kombo oder höher und mit SAV. Ja, das wird schwer einzusetzen. So, ja. Folterkrone. Seelenschürerfest. Weiter ist auch von Dingens. Von Leia aus Xillia. Das wird schwer. 50 Treffer Kombo. Ja, bis ich die einsetzen kann, ne? Ja. Wird dauern. Ich bin schlecht. Und schon wieder ruckelt es am Anfang einer Szene. Na komm her. Willst du mal meine neue Mystik Art sehen? Autsch. Wow, what? Die waren eine Schwierigkeit vorhin. Wow. Ah, okay. Was haben wir denn da? Steht irgendetwas? Nee, okay. Ich dachte, da waren 2 Bosse, die da rumstehen. So wie diese Medusas. Aber ist nur ein Mammut und ein Werwolf. Uff. Oder was auch immer sein soll. Tiger.
Bär-Tiger, Tiger-Wolf. Was ich und dieser irgendwo ein Shop sein. Der Finster Turtles, hey, der habe ich doch schon auf die Rübe gegeben. Was denn du zu verkaufen? Duplema. Der Name kommt irgendwie bekannt vor. Duplema. Wow, wo kommt mir halt bekannt vor? Duplema. Duplema. Irgendein anderes Spiel. Ach, Endlose blaue Meer. Ja, boah, Tales of Graces F. Einer der, boah, wie hießen die Gegner nochmal? Wow, was? Boah, wie hießen die Dinger nochmal? Diese riesigen Elf-Dinger. Wisst schon. Jedes Königreich hatte so ein. Boah, warum bin ich auf einmal so langsam? So. Ach so. Ja. Wahrscheinlich war der jetzt irgendwie am Laufen, ich sollte ihm folgen, ne? Da kann ich also hin. Ach, von da aus kann man nach Last zum Beispiel, stimmt. Boah. Diese, boah, wie hießen die nochmal? Das stört mich jetzt voll. Tales of Graces F. Jedes Königreich hatte so einen riesigen Kristall. Und der von Windor, der hieß Duplema, glaube ich. Wohl Meereswasser. Ich glaube, der von Windor ist so. Weiß nicht. Neues Gebiet. Ich frage mich, ob ich dieses Gebiet freischalte, wenn ich hier fertig bin. Okay. ただ道を開いてしまったのです。けど私が封じた。確かに入り口は塞いだはずよ。行くよ。待ってロゼ。浄化はするにしても、ちゃんと捉えて根本的に解決しなきゃ。セルゲイ殿に連絡して、そんなの待ってらんない。話聞いてよ。この先は人に触れさせちゃダメなの。分かった。行こう。 Meine Güte, ich kann nur neben DLC nicht leiden. Ich kann nur in diesem DLC echt nicht leiden. Vor allem, warum sie immer dauernd nachfragt. Hä, willst du gar nicht nachfragen, warum? Hä? Du bist schwieriger zu überreden, oder? So, den Gegner kenne ich aber nicht, das war jetzt der Gegner. So, ich werde nie im Leben 50 Dinger hier schaffen. Ich weiß jetzt schon. Die Viecher machen mich fertig, habe ich das Gefühl. Ich kriege nicht mal ein Kombo bei denen. Was ist denn los? Warte mal, warum ist... Ja, einen Moment, ich habe doch eingestellt, dass... Boah, was ist denn hier los? Was? Ich stehe einfach wieder auf. Alter, was sind die Gegner so stark? Ey. Vor allem die anderen Gegner machen mir so gut wie gar keinen Schaden. Was sind hier... Was ist denn das mit dem Level-Unterschied hier? Ich kann doch nicht solche Sprünge machen. Aber ich werde wieder auf schwer unterstellen. Geht so nicht. Boah. Vor allem, ich habe doch eingestellt, dass Edna mit mir verbunden ist, sag ich mal. Warum hat sich die Truppenkonstellation schon wieder geändert?
Ja, das ist wahrscheinlich wieder wegen dem geskripteten Kampf hier gewesen, ne? Wegen diesen Extremisten. Was das Spiel ja andauernd. Ich verstehe nicht, warum das Spiel andauernd macht. Ich komme in irgendeinen Storykampf oder so und die Truppenkonstellation wird geändert. Das finde ich nicht nett. Deswegen weiß ich nicht. Ja, was zum Teufel? Ich habe das doch geändert im letzten Part. Warum zum Teufel machen die das? Das ist so nervig. Warum machen die das? So, hier sind immer zwei Schatztruhen. Die sind schon mal weg. Ich gehe mal gucken, ob ich hier nach links gehen kann, nach Richtung Damensee. Ja, wahrscheinlich auch aus Queen mal dahin rennen, wenn wir irgendwo mal die Chance haben. Ich glaube nicht, dass der DLC direkt danach schon vorbei ist. Aber ja, ich kann die Rose in dem DLC nicht leiden. Die ist mir richtig unsympathisch in dem DLC. So, und ich könnte leiden, okay. Dann würde ich nach Katzkorn noch vorbeischauen wegen besserer Ausrüstung und so. Aber ich kann nicht dahin, was? Ich kann gar nicht nach Damensee. Was? Aber verstehe nicht. Vor allem ja. Kann hier Objektbestellung machen, Katzwaffenspiel. Also werde ich ja wohl zu Katzcorner gehen können. Also werde ich ja wohl nach Damensee gehen können. Boah, das DLC verwirrt mich bis jetzt. Ah, mal sehen. Warum haben die Alicia in der Story nicht ein bisschen mehr einbezogen? Also in der Originalstory. Mal ganz ehrlich. Die haben die... Okay, ich bin so gut wie fertig damit. Die haben die wortwörtlich links liegen gelassen in der Hauptstory. Das fand ich nicht so gut. Schwierigkeitsgrad. So. Der Mann, die Bosse werden sowieso noch schwer genug sein. Falls es hier Bosse gibt, bestimmt hier Bosse geben, oder? Und hier haben wir Bossheit. Und neue Gegner, obwohl eigentlich nicht, sind Extremisten. Nein, kein gefährliches Treffen, bitte. Oh, du bist jetzt Level 96. Okay, damit kann ich leben. Da ist jetzt Edna bei mir. Jetzt warte wieder, wie sich die Truppenkonstellation ändern wird. Passt auf, wenn der nächste geskriptete Kampf kommt. Ah, geh weg. Edna. Ey. Dann haben wir mitten in der Heilung ihr Schaden gemacht. Das gibt's doch nicht. Ja, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad wäre nicht gut ausgegangen. Alter. Schon wieder ein Vitoro Musik im Hintergrund. Hören wir gerade auf. Fällt auf, mit Alicia irgendwie Gegner festzunageln, ist irgendwie verdammt schwer. Band des Kosmos, yay, ich habe Geld ausgegeben dafür. K.O.-Schutz, was? Cool. Aber nee. Und mir ist auch schon, dich kenne ich noch nicht, glaube ich. Mir ist auch aufgefallen, wir können ja nicht mehr diese Fähigkeiten, diese Feuer, Wasser, Erde, Wind Sachen einsetzen. Ja, wo ich mich mit dem Wind teleportieren kann oder in so eine Blase umgehen kann. Da wäre was zu reden. Das heißt, wir können nicht zu einigen Orten hin, nehme ich mal an. Schattenwandler, den habe ich glaube ich schon. Aber das ist natürlich so. Angriffskraft, ja. Fokus plus 1 beim Levelaufstieg. Was auch? Stimmt, den Effekt gibt es ja auch noch.
So, ich will jetzt, da ist wahrscheinlich der nächste geskriptete Kampf. Boah, schon wieder gegen das Mikro gekommen. Tut mir leid wegen die Hintergrundgeräusche die ganze Zeit. Also ich dachte, er wäre jetzt wie lange es gibt da. Bitte halt auf, das so freundlich und so gerechtfertigt darzustellen, das gefällt mir nicht. Es ist nicht gerechtfertigt und den Kampf werde ich noch nie im Leben schaffen. Mir ist aufgefallen, oh Gott. Oh. Mir ist aufgefallen, in dem Spiel gibt es verdammt viele Sachen, die mich stören. Ich glaube, das Spiel gefällt mir gar nicht so sehr. Was? Bin halt nur ich, oder? Bin ich so übermäßig kritisierend, oder was? Oder? Weil viele Sachen in dem Spiel stören mich, ganz ehrlich. Die in anderen Teils auch spielen, sehr viel besser gewesen sind. Oh Gott. Warum nicht? Ja, komm. Ich gönn mir mal was. Was habe ich eigentlich mit denen angefangen? Der ist voll langsam. Voll kann ich. So, komm her. Das war der Angriff von Leia. Das weiß ich, weil im Japanischen hieß der Angriff Kachinko Kagura. Wie auch immer man das ausspricht. Also ja, das ist Leias Mystic Art aus Tales of Xillia. Xillia 2. Nein. Ja, ich will ja doch Level 50 jetzt kriegen, verdammt. Weil ich kenne die ganzen Mystic Arts auf Japanisch, also nicht alle. Aber den von Leia kannte ich auf Japanisch. Und der hat den gleichen Namen. Das sah auch so aus wie ihre Mystic Art. Oh Gott, das sieht aus, als hätte er Fischflügel. Wesen sind hier sehr geradlinig, wo ich hin muss. Ich werde dann auf den ersten von diesen Giganten, wenn so ein Gigant hier auftaucht, so ein XP Titan oder wie auch immer, ich vergesse immer, wie die heißen, dann werde ich auf jeden Fall zu Layla switchen, weil, also zu Rose und Layla, weil mit der Feueramortisierung ist natürlich am einfachsten zu erledigen. Ohne die wäre, glaube ich, nicht so gut. Ach, okay. Wenn ich alle Gegner umgehe, wir haben glaube ich schon alle hier gesehen und irgendwie ist noch ein unsichtbarer, dann sollten wir vielleicht die Höhle ja schaffen, oder? Wieder wohl irgendwo ein Speicherpunkt noch kommen, bevor ich die Höhle verlasse oder so. Ich will ganz ehrlich sein, ich werde das Projekt langsam mal zu Ende bringen. So viel kann ja nicht mehr kommen. Also der einzige Boss, der bis jetzt noch fehlt, ist Eisen und etwas anderes, was ich noch gefunden habe, oder? Weiß nicht, was danach noch kommt. Aber die ist jetzt hier natürlich noch. それだけで全員が氷魔になったり、心
So, jetzt mal kurz den Akku, den Controller angeschlossen an der PS3. Damit nicht mitten in der Aufnahme, weil mal der Controller ausgeht, wie es ja schon so ein paar Mal passiert ist. Kann durch mal so ein paar DLC-Only-Klamotten hier reinbauen. Ja, okay, das Kostüm ist ja schon. Ich nehme an, Rose kann es nach dem DLC tragen. Also auch irgendwie mies. Rose schnappt irgendwie alle DLC, alle, ja, DLC. Und alle, Kostüme ab. Einzigen, den wir jetzt noch nicht im Kostüm gesehen haben, war Diesel. Oh, da. Na, doch, Simone. Und Luna auch, ne? Das war Luna. Ich dachte, das ist eine neue Truhenart. Es war Luna. Es war Dio. Also war es auch Luna. Fällt auf, der hört sich ein bisschen an mit Zavet. Ich dachte auch, Zavet wäre es gewesen. Erst, als die Stimme gehört haben. Gut. Ach, es ist alles grau. Ah, okay, wegen Simone. Ist alles hier so grau. Ja, da. Was du nicht sagst. So, jetzt bitte den Speicherpunkt. Nein. Bitte jetzt einen Speicherpunkt. Oh Gott. Hier wird ja wohl ein Speicherpunkt auf den Weg kommen, ne? Oder? Was soll ich machen? Ich so weit vom Speicherpunkt irgendwie hier absetzen. 1906 Gold gefunden, was? Das waren viel. Ich habe noch nie so viel Geld, glaube ich, gefunden. Oh, komm die ganze Zeit ans Mikro. Was soll denn das? Ach, sei ruhig. Melonengummi. Die vielleicht oder vielleicht nicht die überpowersten Sachen im Spiel sein könnten. Wenn die HP verdoppeln. Wenn ich das auf zwei Charaktere mache, also auf Alicia, nicht auf Alicia, auf Rose und Layla. Wenn beide ihre HP verdoppelt. So meine Logik jedenfalls. Und ich habe ja genug Tränke des Lebens. Dann lasse ich die beide amortisieren. Das heißt, ihre beiden HP, die verdoppelt wurden, werden nochmal Dingens hier. Per Amortisierung gestiegen. Gesteigert. Also das dann theoretisch. Die könnten verdammt viele Dingens bekommen. Jawohl, wir haben. Endlich Dingens hier maximiert. So, es fehlt nur noch. Ne, fehlt doch nicht. Gesundheitswiederherstellung können wir jetzt nehmen. Sehr gut. Ich habe jetzt hier das Snack-Zubereitung maximiert. Ist ja nicht gut. Ja, was los? Kommt hier ein Boss? Da. Ah, sie. Von allen Leuten muss ausgerechnet sie auftauchen. やらなきゃ。攻めないよ。今戦えなくてもやる。だく。
Von allen Gegnern muss ausgerechnet sie wieder auftauchen. Mein absoluter Hassgegner im Spiel. Und sie wird genauso stark sein wie vorher, ne? Wenn nicht sogar stärker. Oder? Da wird ein Spaß. Okay, aber den Spaß, den hebe ich mir für den nächsten Part auf. Von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Luck.